Ja, hallo, Michael Kurze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute, ja, 7 spannende Aktien für März. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Aktien. Also schauen wir uns das Video an. 7500 Leute haben sich das Video schon angeguckt. 21 dachten nur doof. Also 516 sagten cool. Okay, Daumen hoch. 250 Kommentare, auch mega. Also checken wir einfach mal. Heute stelle ich dir 7 spannende Aktien für März vor. Zu jeder Aktie zeige ich dir konkrete Einstiege. Ich möchte mindestens 3 dieser Aktien selber kaufen. Dieses Video ist also kein Blabla, sondern meine persönliche Echtgeld-Investmentplan. Kein Blabla, finde ich schon mal cool. Finde ich auch cool, dass er sagt, er investiert selbst Geld und ist nicht so wie so ein paar andere YouTuber da draußen, die sagen, ja, das könnte interessant sein und so, aber nie in Euro selbst investieren. Mich würde interessieren, welche Aktien du im März kaufen möchtest. Schreib sie mir bitte unten als Kommentar. Ich pfeffere zu jedem Kommentar eine knackige Analyse drunter. Was soll ich denn da jetzt kommentieren? Also ganz ehrlich, Sparplan habe ich eingerichtet, einen zweiten Sparplan habe ich eingerichtet, der Richtung Dividendentitel sind. Sparplan mit 50 Aktien, die ich nur ein ganz klein bisschen bespare. Davor habe ich immer Einmalkäufe gemacht. So richtige Einmalkäufe finde ich eigentlich gar nicht. Es sind so ein paar Aktien aus meinem Depot, die ein bisschen zurückgegangen sind, wo ich einfach noch mal ein bisschen was nachkaufe, aber nicht viel. Aber neue Aktien, nö, würde ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber vielleicht ist es ja jetzt das Video, was mir ein, zwei neue Aktien sagt und so, wo ich dann halt denke, so okay, checke ich mal ein bisschen genauer. Wie gesagt, ich checke die auch vorher noch mal, bevor ich sie kaufe. Ich kaufe keine Aktien, weil irgendjemand in einem Video sagt, die kaufe ich jetzt. Okay, dann sage ich, so, kaufe ich auch. Nein, ich gucke vorher. Ne? Passt das auch zu mir? Ist das Unternehmen auch cool? Bevor es losgeht, möchte ich mich bei XTB für das Sponsoring dieses Videos bedanken. Der Online-Broker ist auf Trading spezialisiert. Du kannst auf über 4000 globale Instrumente wie Aktien, Kryptos, Rohstoffe oder Währungen handeln. Die Handelsplattform XStation 5 ist als App für Smartphone und auch als Desktop-Version verfügbar. Erst letzte Woche sind viele Tech-Aktien abgestürzt. Da braucht man einen schnellen und super. Du kannst XTB kostenlos. Ich habe einfach mal ein bisschen vorgespult, ne? 30 Tage lang testen. Das geht völlig ohne Risiko als Musterdepot. Unten im ersten Kommentar findest du einen Link. Klick rein. Weiter geht's mit dem Video. Die letzten Wochen wurden die Märkte ordentlich verprügelt. Aber wirklich alle Märkte? Nein. Naja, war da schon verprügelt, Leute? Das ist nur ein bisschen Kribbel an den Märkten. Ganz ehrlich, da wurde überhaupt nichts verprügelt. Ich habe nichts gesehen. Worüber reden wir? Das ist Finanzmarkt. Das ist nicht so, ey. Oh, nein, das ist in der Laufe der Geschichte immer mal wieder. Das ist ein normales Tagesbusiness fast. Da wurde nur weil es halt voll hoch ein bisschen Korrektur. Wenn das schon verprügelt ist, alter Schwede. Vor allem Tech-Aktien kamen unter die Räder. Im Nasdaq sind hauptsächlich Tech-Werte enthalten und er hat versagt. Der marktbreite S&P 500 war ganz klar besser. Dort sind die 500 größten US-Unternehmen enthalten. Da haben wir auch sehr viel Value dabei. Oh Wunder, unser lieber DAX hat am besten abgeschnitten. Das ist der konservative Value-König schlechthin. Bis auf Delivery Hero gibt es dort nur alte Besen. Für Dividendenanleger ganz nett, für Megatrend-Wachstumsinvestoren die Hölle. Tech-Aktien sind zuletzt durch die Hölle gelaufen. Die Technologiebranche hat 5% verloren. Schauen wir mal ein bisschen tiefer. Der Satzbau. Durch die Hölle gelaufen und 5%. Die haben teilweise an einem Tag mal 5% plus gemacht. Dass die dann irgendwann auch mal 5% minus machen und eine ganze. Das war doch gar nichts. Das war so ein Lüftchen für mich. Jetzt ganz ehrlich, und ich bin jetzt kein großer Investor oder so. Oder. Ey Leute. Nachdem dann halt wirklich tageweise 5% plus manchmal war oder so. Und dann da jetzt rumheulen, dass die durch die Hölle gegangen sind und boah. Nein. Was wird da überall geredet? Das ist ganz normal. Das ist ganz normale Börse, Leute. Also finde ich jetzt. Abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du meiner Meinung bist und denkst so, ey, das kann nicht jede Woche 5% steigen oder so und dann kostet irgendwann eine Aktie in 10 Jahren 1 Milliarde oder so. Nein, das geht nicht jede Woche 5% Steigerung. Leute. Wir fallen die Branche rein.
Software hat 11% eingebüßt. Solar wurde heftigst mit 25% verprügelt. In der Healthcare-Branche sahen wir... Also 25% ist dann schon, das ist dann schon ein laues Lüftchen. Das ist schon Richtung Sturm. Aber 5% nach den ganzen... Und wird auch Solar, Wasserstoff und so, die sind einfach so durch die Decke gegangen. Das muss ja auch mal, ne? Das war ja auch alles nicht mehr normal. Die Bewertung von manchen Firmen sind, ist ja einfach, ja... Wir ebenfalls große Verluste. Dort hat Biotech mal eben 13% verloren. Growth-Aktien wurden also verprügelt. Biotech, IT und Technologie sind klassische Growth, also Wachstumsbranchen. Dagegen liefen Value-Sektoren wie Energie und Finanzen extrem stark. Im Finanzsektor haben wir große Finanzdienstleister mit plus 14%. Dazu zählen Großbanken wie JP Morgan, Wells Fargo oder die Bank of America. Im Energiesektor konnten Öl- und Gasaktien über 30% zulegen. Wir haben eine Umschichtung von Growth zu Value gesehen. Die Anleger haben stark wachsende Growth-Aktien panikartig verkauft. Hieraus ergibt sich eine spannende Chance. Endlich kann man Tech-Aktien wieder zu vernünftigen Preisen shoppen gehen. Deshalb sind meine März-Tipps hauptsächlich Tech-Aktien. Meine erste Aktie ist ganz klassisch Amazon. Jeder kennt und nutzt den Online-Versandhändler. Wer ihn nicht nutzt, hat 10 Freunde, die es tun. Seit dem Corona-Crash konnte sich die Aktie mehr als verdoppeln. Das ist auch berechtigt, denn E-Commerce hat enorm von der Krise profitiert. Amazon sollte noch viel mehr Kunden dazugewonnen haben. Seit einem halben Jahr pendelt der Kurs jedoch herum. Nun gibt es einen sinnvollen Einstieg am unteren Ende der Pendelbewegung. Die Aktie ist ca. 15% günstiger, als zum Allzeithoch zu haben. Für mich ist die Aktie zum aktuellen Kurs sofort ein Kauf. Defensive Investoren sollten jetzt zuschlagen. Amazon bringt noch immer massiv Wachstumspotenzial mit. Man hat ein stark wachsendes Musik- und Videostreaming-Angebot. Erst kürzlich hat man in London einen Supermarkt ohne Kassen eröffnet. Das ist auch geil. Die haben ja auch in Amerika diese Kette übernommen, diese Bio-Kette. Wo ich auch öfters mal reingehe in New York und weil die auch so warmes Essen haben und so Buffet-mäßig, das wird dann abgewogen. Und ja, da gibt es dann auch extra Kassen für Amazon-Premium-Kunden oder sonst was, so wie ich das gesehen habe. Und ich glaube, Amazon macht da echt ein gutes Geschäft und diese Synergieeffekte. Ja, in L.A., in Westwood. Ja, wo auch viele Filmpremieren sind und so, die kleineren Filmpremieren und so und Universität und so in Westwood in L.A. Gibt es einen Laden, da gab es nur Rückgaben für Amazon irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man da auch Pakete abholen kann, aber die Leute sind da reingegangen, haben ihre Pakete, ihre Amazon-Pakete wieder abgegeben. Das war vor anderthalb Jahren, bin ich da lang gelaufen. Und es gab dann auch Proben, Kaffeeproben und so. Die hatten dann in diesen Laden auch, konntest du Kaffeeproben mitnehmen und so für eine Amazon-Kaffeemaschine oder so. Oder eine Kaffeemaschine, die bei Amazon beworben wird oder so. Also die sind da schon so einen Schritt schneller. Oder am Empire State Building gibt es auch einen Amazon-Buchladen. Also die Querstraße, da sind so ganz viele Einkaufsgeschäfte und so, gibt es einen Amazon. Da war auch, habe ich Heidi Klum gesehen. Im Schaufenster war das so, keine Ahnung, was war das für ein, irgendwie, die hat ein Kostüm angehabt oder so. Also wie hat Amazon ist da schon so ein bisschen breiter aufgestellt und die wollen immer noch ein bisschen mehr. Also sehr, sehr interessant. Und gerade Amazon Buchladen, dann dieser Laden, wo man die Pakete zurückgeben kann und so. Und die haben echt, da sind alle paar Minuten Leute reingelaufen, weil ich dann halt, ich glaube, ich habe den Laden auch gefilmt. Auf meinem YouTube-Kanal, Michael Kotze von 0 auf 6 stellig. Wenn du da so guckst, letztes Jahr ein Vlog LA, da könnte das irgendwo drin sein. Ich glaube, ich habe den Laden auch gefilmt, deshalb bin ich auch da durchgegangen. Check das einfach mal ab, okay. Ein Versandriese versucht im Lebensmittelmarkt Fuß zu fassen. Vor ein paar Monaten ging ein Gespenst durch die Medien. Amazon und andere Tech-Giganten sollen zerschlagen werden. Das bereitet mir 0,0 Sorgen. Als Aktionär erhältst du dann die Aktien der neuen Unternehmen. Eine Zerschlagung wäre sogar super. Dann könnte ich mir genau die Unternehmensteile heraussuchen, die mich interessieren und dort investieren. Naja, ob das so super ist, wenn die Logistik getrennt wird von der Plattform und der Zahlungsanbieter Amazon Pay noch und dann halt das Cloud-Geschäft und dann hast du 7 Unternehmen oder so gefühlt. Weiß man nicht.
Oder dann auch noch Handy oder so, ne? Ihre eigene Technikabteilung. Hast du noch einen Handyanbieter oder sonstige Sachen? Weil die leben auch von den Synergieeffekten, ne? Amazon FBA, Geld verdienen im Internet kannst du damit auch, dass du die Sachen in der Logistik hinstellst, auf dem Marktplatz und so. Und wenn das dann alles unterschiedliche Unternehmen sind, kann sein, dass der Kunde dann auch mehr bezahlen muss, weil alle Unternehmen dann Geld verdienen müssen und überall gibt es Geschäftsführer, die nochmal richtig Kohle machen wollen und so. Also weiß man nicht. Könnte natürlich gut möglich sein, dass die Einzelteile viel höher bewertet sind. Ja. Aber es könnte auch sein, dass das echt schwierig ist, das alles auseinander zu, dass die Plattform einmal extra zum Versandhandelsgeschäft und sowas. Ja, die Techniksparte abgespalten, also Finanzsachen, also Apple Pay, Amazon Pay. Du kannst ja auch auf fremden Webseiten teilweise mit Amazon Pay bezahlen und so. Also, keine Ahnung. Riskant ist es trotzdem, finde ich. Ja. Und dann auch noch die Ladengeschäfte jetzt mittlerweile. Dann auch noch abgespalten. Ne? Vielleicht sogar die Logistik abgespeichert, also die Logistikzentren zu den Amazon-Fahrern oder so. Dass die sagen, ja, das ist ein Postservice. Also wenn das hier nicht, dann hast du 7 Unternehmen oder so oder noch mehr. Ja. Also null Sorgen würde ich mir da nicht machen. Also wenn ich da richtig viel Geld investiert hätte, würde ich dann schon mal gucken. Ey, ja. Aktie Nummer 2 ist Corsair Gaming. Das Unternehmen ist auf alle Hardware-Komponenten rund ums Gaming spezialisiert. Das Motto auf der Homepage sagt bereits alles aus: Level up your game. Corsair hat den Anspruch, die besten Hardware-Komponenten fürs Gaming zu bieten. Die Aktie ist. Ich weiß jetzt gar nicht, war da sogar in, die haben irgendwo einen Shop, glaube ich. Wo war das? War das auch in Amerika oder in Paris oder so? Irgendwo war ich ein Shop von denen drin. Erst im September 2020 in die Börse gegangen. Als Gaming-Unternehmen war sie ein klarer Corona-Gewinner. Viele Leute haben zu zocken angefangen, da es wegen Lockdowns kaum Entertainment gab. Deswegen und wegen dem Hype ist die Aktie explodiert. Danach ging es seitwärts und wieder runter. Die Aktie ist um fast 50% gefallen. Das Unternehmen hat enttäuscht. Es waren mehr Umsätze erwartet worden. Doch hier liegt die Chance, wie es diese Aussage aus dem Q4-Bericht zeigt. Unser Umsatz hätte wesentlich höher ausfallen können, wenn wir mehr Produkte hätten herstellen und ausliefern können. Corsair hätte also. Das war auch bei Elgato so oder so. Es gab keine Elgato-Produkte hier. So Lichter und sonstige Sachen produzieren die oder so Stream Deck und USB-Sticks und so und alles Mögliche. Wo man dann halt Kameras anschließen kann und so. Es gab diese Produkte nicht. Die wurden teilweise 50% über die unverbindliche Preisempfehlung gehandelt. Gebrauchte Sachen von denen waren halt teurer wie die Neupreise, aber es gab keine. Diese Firmen haben einfach das voll verschlafen durch diese Just-in-Time-Produktion, die auf einmal unterbrochen wurde und die hatten einfach keine Riesenlager mehr. Ja, hätten die jetzt einfach Riesenlager gehabt, hätten die richtig Kohle. Webcams waren ja teilweise auch ne, über die unverbindliche Preisempfehlung eine ganze Zeit lang. Jetzt mittlerweile hat sich alles wieder ja, normalisiert fast, aber ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die mehr hätten machen können. Viel, viel mehr Produkte verkaufen können. Gaming ist ein stark wachsender Megatrendmarkt. Corsair liefert Top-Gaming-Hardware für Streamer und Gamer. Man hat Gaming-Mäuse, PC-Komponenten und weitere Hardware zu bieten. Aktuell ist Corsair wie ein Hardware-Unternehmen bewertet. Logisch, das ist die Haupteinnahmequelle. Doch man expandiert immer stärker in den Software- und Anwendungsbereich. Corsair hat kürzlich die Content-Creator-Plattform Visuals übernommen. Klappt die Software-Expansion, dürfte die Bewertung deutlich ansteigen. Die erste Position würde ich jetzt direkt shoppen gehen. Gehört die Marke Elgato dazu? Weil da gerade Elgato stand. Danach würde ich in 10% Schritten bei 24, 22 und 20 Euro Nachkaufkörbchen einrichten. Wer zum Beispiel 2000 Cool, dass er sagte, bei was für Schritte er noch ein bisschen was nachkaufen würde. Okay, cool. Euro investieren möchte, kann 500 Euro jetzt direkt und dann 500 Euro auf die anderen Kurse per Kauflimit-Order verteilen. Ich poste meine Käufe und Verkäufe übrigens auf Instagram. Stürzt eine spannende Aktie ab, mache ich dort direkt ein schnelles Update. Folgt mir, um auf dem neuesten Stand zu sein. Den Link findest du unten im ersten Kommentar. Aktie Nummer 3 ist Palantir. Das ist ein Datenspezialist aus den USA. Palantir ist berühmt für seinen speziellen Kundenkreis. Dazu zählen vor allem Regierungen, Geheimdienste und das Militär. Das aktuell berühmteste Produkt ist Gotham. Die Kunden können mit der Software Daten durchwühlen, um gezielt zu ermitteln.
Die Aktie explodiert im Tech-Hype und dann nochmals im Wall Street Bets-Hype. Palantir hat unter jungen Aktionären extrem viele Fans. Doch dann kam das böse Erwachen mit mehr als minus 50%. In den letzten Wochen geriet die Aktie unter Druck, da die Zahlen etwas schlechter waren. Bei einem Aktienkurs von über 30 Euro war Palantir zur Perfektion verdammt, doch man konnte keine perfekten Zahlen liefern. Außerdem ist kürzlich die Sperrfrist für Altaktionäre ausgelaufen. Ein halbes Jahr nach dem Börsengang durften Frühinvestoren Aktienpakete auf den Markt schmeißen. Das hat den Kurs belastet. Diese beiden Punkte sind nun jedoch größtenteils vorbei. Perfektion ist zum aktuellen Aktienkurs nicht mehr erforderlich. Cathy Wood hat deshalb ein größeres Palantir-Päckchen gebuttert. Vom Chart her steckt die Aktie nun in dieser seitlichen Box fest. Diese Zone konnte sich in der Vergangenheit als solider Bereich bewähren. Deshalb würde ich jetzt direkt zum aktuellen Kurs kaufen gehen. Palantir verdient bisher hauptsächlich an Regierungskunden. Das Unternehmen schwächelt bei normalen Businesskunden. Dort liegt das große Zukunftspotenzial. Palantir expandiert so langsam in den Businessbereich. Letzte Woche kam eine gute News. Man arbeitet mit der Cloud-Service-Plattform von Amazon zusammen. Ich denke, der Businessbereich sollte mehr und mehr wachsen. Daher ist die Aktie für mich ein langfristig spannendes Investment. Aktie Nummer 4 ist Tesla. Daimler und VW haben zu... Nein, nur weil die jetzt ein bisschen runtergegangen ist. Was ist das, eine Spitze 30% oder was? Ah, ich weiß nicht. Letzten Comeback hingelegt. Die deutsche Autoindustrie scheint endlich zu erwachen. Tesla hingegen ist heftig abgestürzt. Ich glaube, Tesla hat einen Fehler gemacht. Und der ist echt heftig, weil wo der Aktienkurs hoch war, und gut, der ist immer noch hoch, ne? Aber die hätten einfach vielleicht einen deutschen Anbieter schlucken sollen, um dann noch sich Technik-Know-how im Bereich Karosserie, Verarbeitung und sowas einkaufen sollen. Und die hätten ja teilweise echt so ein, zwei Anbieter fast gleichzeitig schlucken können oder so. Ja, das wird sich vielleicht rächen. Bei diesem Kurs vielleicht einen Konkurrenten aufkaufen, der gute Technik hat. Oder einfach richtig große Aktienpakete, 20-30% mal einsteigen oder so. Sagen sie, sagen, ey, wir wollen die nicht ganz übernehmen, aber Hauptsache, dass dann halt für die normale, nicht für die Hochtechnik, nicht für Software und so, da sind sie eigentlich ganz gut und so, aber Blechverarbeitung, Spaltmaße, Klapphahn, Stoff und alles Mögliche, das ist halt so, boah, nee, dann willst du nicht haben bei so teuren Autos. Deshalb hätten die sich da echt was einkaufen sollen, glaube ich. Vielleicht machen sie es noch. Vielleicht haben sie auch nur nicht den Punkt gefunden oder so. Oder ja, bei Tesla alleine. Boah, so viel Tesla werden auch nicht verkauft. Ne? Ja. Also ich glaube, die hätten da echt was zukaufen sollen. Jetzt, das muss man so deutlich sagen. Der Kurs ging um wahnsinnige 40% runter. Man konnte sich jedoch auf minus 33% erholen. Tesla ist das Symbol für den Tech-Hype der letzten Monate. Deshalb geriet die Aktie im Tech-Crash extrem unter die Räder. Tesla gilt als extrem überbewertet und... Ja, schauen wir mal so bei unter 100 Euro. Ja, unter 100 Euro schaue ich mir die Aktie nochmal ein bisschen an, aber nicht bei, was ist das jetzt, 500 oder so? Bei 100. Schau dir die Aktie bei 100 an. Aber sonst... wurde deshalb extrem abverkauft. Auf diese Chance habe ich lange gewartet und bei 525 Euro eine erste Position aufgebaut. Langfristig, in 3 bis 5 Jahren, sehe ich Tesla über 1.000... Wieso hast du da lange gewartet? Im Oktober hättest du die doch für einen Bruchteil haben können. Also so lange kannst du nicht gewartet haben, weil hättest du im Oktober gekauft, hättest du sie bei 350 oder sowas bekommen. Oder November oder so. Also... Die ist ja immer noch nicht unter dem Wert von Oktober oder November. Verstehe ich jetzt nicht die Logik. Also es ist ja jetzt nicht so, alter Schwede, das ist jetzt so das ist der günstigste Einstieg seit 100 Jahren oder so. Nein, im November oder so, oder selbst hier, wann ist das hier so? Im Dezember, das sind die Kurse vom Dezember. Was wird sie da lange gewartet haben? Was? Warum? Verstehe ich nicht. 1500 Euro. Das Potenzial geht vor allem von der Branche aus. Es wird oft mit den reinen Autoverkäufen argumentiert. Tesla würde Marktanteile verlieren. Doch das ist halb so wild.
Die Branche für elektrische Fahrzeuge sollte die nächsten Jahre exponentiell anwachsen. Tesla wird Marktanteile verlieren. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Trotzdem sollte das für enormes Wachstum langen, wie diese Grafik zeigt. Außerdem lebt die Aktie von den... Nein, glaube ich nicht. Sobald Mercedes oder BMW da nachschießen, die sind ja schon auf dem Weg. Willst du lieber ein Auto haben, also wenn du 70.000 Euro oder so ausgibst für ein cooles Auto, nimmst du lieber einen Mercedes oder einen BMW, weil die Verarbeitung viel geiler ist. Und die Verarbeitung von Tesla ist einfach grottenschlecht. Wenn das ein Auto aus Indien wäre, würden alle schreiben, oder aus China oder so, boah, ist die Verarbeitung schlecht. Also nur weil jetzt Tesla ist und so gehypt ist, wird dann gesagt, oh, die Verarbeitung ist gut oder so. Nein, die ist schlecht. Nein. Den ganzen Zusatzfantasien, Robotaxis, Batteriesparte und vieles mehr. Elon Musk zaubert immer mal wieder eine neue Idee aus dem Hut. Er braucht fast immer länger, um seine Ideen umzusetzen, doch er liefert ab. Ich würde den aktuellen Kurs nutzen, um Position aufzubauen. All in würde ich nicht gehen. Lieber gezielt bei Rücksetzern, die jetzt nachkaufen. Ich habe es ja bei 525 Euro gemacht. Weitere Körbchen würde ich bei 455 Euro und 400 Euro aufstellen. Wer 3000 Euro investieren möchte, kann jetzt ein... Ich finde es sehr cool, dass er diese Einstiegskurse sagt oder so. Aber wie gesagt, das ist so, das sind die Preise von vor ein paar Monaten. Und vor ein paar Monaten war die Aktie schon zu gehypt für mich. Also 1000 Euro rein und den Rest auf die anderen beiden Körbchen verteilen. Ich möchte deutlich über 10.000 Euro in Tesla investieren. Aktuell sind es nur 2.000 Euro. Tesla ist eine Aktie, die schon sehr oft sehr heftig abgestürzt ist. In der Vergangenheit gab es öfters über 50% Minus. Es gibt also aktuell noch ein bisschen Luft nach unten. Bei 380 bis 400 Euro rum sollte jedoch Schluss sein. Deshalb liegt mein tiefstes Körbchen bei 400 Euro. Aktie Nummer 5 ist Tattoo Chef. Das Unternehmen bietet pflanzenbasierte Produkte wie Cauliflower Pizza an. Es ist ein Investment in den Megatrend pflanzliche Ernährung und damit auch in Vegetarier und Veganer. Tattoo Chef. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Ist das so cool? Kann man die Produkte nicht einfach kopieren oder so? Ist das so eine coole Marke oder gibt es dann halt gut und günstig oder sonstige Sachen, können dann halt einfach diese Sachen kopieren? Keine Ahnung, Marktanteil. Muss man mal gucken. Aber sicherlich ein Zukunftsmarkt, aber wer hat so eine Firma, hat kein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ist deutlich kleiner. Ich meine, dann hat die Nestle oder so, macht auch so eine Sparte. Ja, also oder haben sie vielleicht auch schon extrem ausgebaut oder so, die sind ja auch nicht so dumm. Also Beyond Meat. Im Gegensatz zum großen Konkurrenten arbeitet man jedoch bereits profitabel. Die Produkte werden in Supermärkten wie Walmart oder Sam's angeboten, aber nicht in allen Läden. Letztes Jahr konnte man die Produkte in rund 4.300 Filialen verkaufen. Dieses Jahr sollen es 10.000 werden. Tattoo Chef bringt also sehr viel Wachstumspotenzial mit. Einzig der Preis für die Produkte ist kritisch. Sollte die Welt nach Corona straucheln, zahlt kaum noch jemand 15 Dollar für eine Fertigpizza. Was? Ey, wenn du mal in New York bist, ne? Da gibt es so Pizzastückchen für einen Dollar oder ja, Tubos Pizza oder so. Geh bei Tubos Pizza dir Pizza essen. Das ist New York Pizza, ist cool. Und komischerweise ist es nur so in New York oder so, in LA oder so, kriegst du so eine Pizza nicht oder so und auch so günstig nicht. Aber New York ist einfach bekannt für diese Pizza. Ah, es ist so geil. Ja. Das Unternehmen ist stark. So wie zum Thema, ey, wir reisen hier und alles Mögliche und so. Ja, und wenn du mehr von mir wissen willst, mein Kanal Michael Kotzer von 0 auf 6 stelle ich, ist natürlich auch sehr cool. Ne? Check den auch mal ab. Von einer positiven Wirtschaftsentwicklung abhängig, sonst können die Kurse noch tiefer nach unten purzeln. Es waren bereits knapp minus 40%. Ich habe mein Körbchen bei 17,50 Dollar aufgestellt. Leider war ich letzte Woche nicht schnell genug. Doch man kann auch zum aktuellen Kurs rein. Langfristig sehe ich die Aktie bei 40, 50 Dollar oder sogar noch viel höher. Aktie Nummer 6 ist Teladoc Health. Das Unternehmen ist auf Telemedizin spezialisiert. Teladoc sollte meiner Meinung nach der Big Player der Zukunft werden. Man steht aktuell dort, wo Netflix vor 10 Jahren stand. Teladoc expandiert aggressiv und hat letztes Jahr Livongo Health übernommen. Die Geschäftsführung möchte offensichtlich einen Big Player formen. Telemedizin ist ein glasklarer Corona-Profiteur. Deshalb ist die Aktie extrem gestiegen, aber auch genauso extrem wieder gefallen.
Nach Corona wird das Interesse an Telemedizin erstmals nachlassen. Deshalb hat die Aktie im Tech-Crash stark verloren. Sie ging über 40% runter. Sie befindet sich nun in der Widerstandszone der letzten Monate. Das ist ein solider Bereich, um die Aktie zu kaufen. Ich würde zum aktuellen Kurs kaufen. Vor dem Kursrutsch war die Aktie klar überbewertet. Ein KUV von rund 80 ist hoch. Nun sieht es jedoch viel, viel besser aus. 27 ist schon in der Nähe von den Werten von 2018. KUV steht für Kurs-Umsatz-Verhältnis. Steigt der Umsatz stark an, sinkt das KUV und die Bewertung wird vernünftig. Teladoc soll extrem stark wachsen. Deshalb soll das KUV für 2021 auf einen Wert von 14,4 sinken. Dieser Wert ist historisch vernünftig. Ich bin überhaupt nicht in Medizin oder sowas investiert. Kenne ich mich gar nicht aus. Also nichts für mich. Das spricht klar dafür, zum aktuellen Kurs zu kaufen und bei Dips immer mehr nachzukaufen. So werde ich es machen. Meine siebte und letzte Aktie ist Farfetch. Das ist eine E-Commerce-Plattform für Luxusmode. Im Luxus... War ich schon ein paar Mal drauf? Kenn die Plattform? Coole Plattform. Also eBay eigentlich für Luxusmarken. Haben auch hohes Werbeetat. Viele Fashion-YouTuber werden dort gesponsert und so. Auf jeden Fall interessant. Markt ist China extrem wichtig. Dort soll das größte Wachstum der Zukunft stattfinden. Und jetzt rate einmal, wo Farfetch sein stärkstes Potenzial hat. Keine Ahnung. Okay, es sind Kirchen. Genau, in China. Die Luxusgiganten Richemont und Kering sowie Alibaba haben 1,2 Milliarden Dollar in Farfetch investiert. Die Mission liegt darin, wenn Chinesen... Warum? Das ist doch nur... Ist das nicht wie eBay, Secondhand? Oder haben die echt... Warum so viel? Unfassbar. Okay. ...den Luxusmarkt zu erobern. Die News kam im November. Deshalb ist die Aktie aufgegangen. Ist das nicht, dass man auch gebrauchte Sachen verkaufen kann oder verkaufen das alles selbst? Also manchmal sind die Sachen ja auch teurer wie dann halt im normalen Brand Store und so. Ich war da schon ein paar Mal auf der Seite drauf. Immer, es ist eine Food of Loon. Dort gibt es. Ach Mann, die Preise sind dort so heftig. Da kaufe ich ja lieber Aktien für das Geld für. Ach Mann. Also. Ich bin da kein Stammkunde. Ja, aber wenn die mich mal sponsern wollen oder so, sehr, sehr gerne oder so. Aber nun hat sie im Tech-Crash bis zu 30% verloren. Es sind noch ca. minus 25% übrig geblieben. Der Kurs hat sich die letzten Monate im aktuellen Bereich stabilisiert. Deshalb werde ich zum aktuellen Niveau eine Position aufbauen. Rutscht der Kurs auf 45 Dollar runter. Ich möchte mal wissen, wie viele investiert. Überall Position aufbauen und so. Was hat er denn für einen Etat? Würde ich heftig aufstocken. Ich sehe Farfetch als Luxusgiganten der Zukunft. Die Aktie sollte langfristig auf weit über 100 Dollar ansteigen. Alibaba und Co. investieren nicht zum Spaß. Das sind Experten, die ihre Branche kennen. Sie sollten die Skills haben, um den besten... So, das war's. Ja, da hat er recht. Also die Skills sollten wir haben. Könnte echt ein geiles Unternehmen sein. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also das war auf jeden Fall auf der Liste zum Angucken. Mein Name ist Michael Kotzer. Ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check diese Videos auch ab. Ich bin raus. Ciao.